Hallo Leute, es ist Classic Time. Ja, willkommen zurück. Und ich bin immer noch in meiner Klassikstadt relativ am Anfang, immer noch in der Eisenzeit. Und inzwischen hat sich das nächste Event gestartet, beziehungsweise es ist schon fast dabei, sich zu beenden. Wir haben das Sommerevent und es läuft noch 4 Tage und einen halben oder ein paar Stunden. Und ich will die Gelegenheit nutzen und in diesem Event meine Eventwährung ausgeben und dann gleichzeitig noch im Zeitalter aufsteigen. Ich habe jetzt so ziemlich alles erreicht, was ich jetzt hier erreichen wollte in dem Zeitalter Eisenzeit. Ich habe den Turm von Babel schon relativ weit ausgebaut, die Zeusstatue sogar schon bis an einen Punkt, wo es sich erstmal nicht mehr so richtig lohnt, sie weiter auszubauen, weil es jetzt teuer wird und vergleichsweise wenig Punkte zu gewinnen ist, also nur alle 2 Stufen dann 1%. Und ich würde eigentlich gerne den Aachener Dom bauen wollen und den gibt es eben im nächsten Zeitalter. Und wie es die Klassikregeln besagen, darf ich kein legendäres Gebäude aufbauen, was nicht aus meinem Zeitalter oder darunter ist. Und ja, ich würde auch gerne mit den Gebäuden ein bisschen weiterkommen. Bevor wir das machen, muss ich erstmal die Gebäude durchgehen, die jetzt hier noch aus der Bronzezeit sind. Da kann mir vielleicht der FOE-Helfer so ein bisschen helfen. Ich weiß gar nicht so genau. Ja, Bronzezeit, hier steht. Ich habe noch ein paar Dekorationen aus der Bronzezeit. Blumen. Hier drinnen sind 2 Blumen. Und eine Statue, die muss auch weg. Wo sind denn noch Bronzezeitgebäude? Ja, klar, das Weingut ist aus der Bronzezeit. Das muss weg. Die Färberei. Die andere auch. Okay, jetzt wird es schon schwierig. Okay, gut, da hilft mir natürlich dann der FOI-Helfer, hoffe ich. Ich habe noch mehr Blumen, aber hier gibt es nicht die Möglichkeit danach zu suchen. Tja, wie mache ich denn das jetzt am besten? Muss ich ein bisschen suchen. Das ist auch ein Bronzezeitgebäude, die Schmiede. Dann müssen die Schmieden natürlich abgerissen werden. Ich hoffe, ich habe irgendwie gleichwertige kleine Gebäude. Hier ist noch ein Blumenkübel, aber der ist Eisenzeit. Die ich dann nutzen kann im nächsten Zeitalter. Da. Da sind noch mehr. Da sind noch Statuen, Blumen, Statuen. Okay. Und noch eine Statue aus der Bronzezeit. Und der Obelisk, die Säule, ist auch aus der Bronzezeit. Ja. Jetzt sieht es doch schon ganz gut aus. Dann lade ich mal kurz neu. Und wenn man neu lädt, dann wird hier die Produktionsübersicht aktualisiert. Und jetzt kann ich wieder durchschauen. Okay, ich habe noch 2 Statuen in der Bronzezeit. Irgendwo. Verrat mir bitte wo. Hinterm Hauptquartier? Nein. Ah, ja doch. Hinterm Hauptquartier. Da sind sie. Okay. So, dann bin ich soweit. Alles ist in der Eisenzeit und ich kann die Gelegenheit nutzen und im Zeitalter aufsteigen. Ich habe hier natürlich schon alles soweit vorbereitet und die besten Häuser sind, glaube ich, auch direkt die mehrgeschossigen Häuser.
Die sind nur ein bisschen teuer, aber ich habe genug Münzen und Vorräte angesammelt, um da gleich mal ordentlich aufzustocken. Die Schindelhäuser, ach nee, die sind verbessert worden. Beziehungsweise die mehrgeschossigen Häuser sind wahrscheinlich verschlechtert worden. Die waren früher mal ein Diamantgebäude. Also deswegen gibt es hier auch, es ist auch ein loses Ende. Man kann hier, braucht hier nicht weiter forschen. Früher waren das mal Gebäude, die man nur mit Diamanten kaufen konnte. Und die konnte man hier im frühen Mittelalter freischalten. Aber jetzt sind es eher normale Gebäude anscheinend geworden. Ich hoffe, die sind ein bisschen besser als die Domizile zumindest. Ja, sie haben mehr Einwohner. Produzieren auch mehr Münzen in 4 Stunden. Naja, dann. Ab geht's. Ah, wie lange habe ich das nicht gesehen? Ein neues Zeitalter erreicht. Ja, sehr schön. Habe ich schon mal ein bisschen was bekommen. Und da schalte ich mich gleich mal ein bisschen frei. Es ist ein 3x3-Gebäude, das ist auch schon mal gut. Ist es auch besser als die Metzgerei? Es braucht weniger Einwohner und produziert genauso viel Güter. Sehr schön. Kann ich schön ersetzen, die Metzgereien damit. Und es ist kleiner. Wobei ich glaube, genau, dieser Schuster da ist auf der gleichen Fläche nochmal besser. Und die Fachwerkhäuser, ja, die werde ich nicht bauen, weil ich zu selten auf der Welt bin, dass ich im Ein-Stunden-Zyklus abernten könnte. So, trotzdem kaufe ich sie, weil ich brauche sie ja, um die nächsten Dinge freizuschalten. Und da müssen wir gleich mal schauen. Das ist hier, glaube ich, eine sehr gute Option, denn ich habe beide Ressourcen mit einem grünen Häkchen. Das heißt, genau diese beiden habe ich auf der Karte. Und das sind meine beiden güterproduzierenden Güter. Ist das richtig? Ja, doch, güterproduzierende Gebäude. Und die hier unten, die kann ich jetzt erstmal ignorieren. Da habe ich jetzt erstmal kein grünes Häkchen. Das heißt, ich kann mir das hier freischalten. Berittener Bogenschütze wäre auch nicht unwichtig. Der Marktplatz ist das nächste Kulturgebäude. Gut, das kann ich ignorieren. Und hier gibt es den Antiquitätenhändler. Den möchte ich natürlich auch gerne haben, um mal meine ganzen überschüssigen Gebäude und sonstigen Erwerbungen zu verkaufen, die ich nicht nutzen kann. Ganzen Spezialgebäude und sowas aus den Events kann ich ja alles beim Antiquitätenhändler verkaufen und mir dafür irgendwelche anderen Dinge kaufen, die mir eben hier in Classic nützlich sind. Aber erstmal gehe ich auf die. Ja. Ist ein bisschen schade, dass es nicht das 3x3-Gebäude ist, was ich hier nutzen kann, aber gut, 4x3 ist auch noch besser als das 4x4-Gebäude. Und beide auf einen Schlag, das ist schon sehr gut. Hier gebe ich schon mal meine 18 Forgepunkte rein und werde so früh wie möglich versuchen, mit der Produktion von diesen Gütern anzufangen. So, mein neues Hauptquartier ist da. Juchi. Gibt es erstmal ein Spezialangebot, das ich erstmal ausschlage. Hier. Ja, genau. Das ist ja noch nicht freigeschaltet. Okay, aber ich habe jetzt die mehrgeschossigen Häuser und die kann ich gleich mal nutzen und da jeweils ein paar meiner bisherigen Domizile ersetzen. So, dann habe ich noch die Diamantgebäude hinzubekommen. Die neuen und die Gerberei. Und die Gerbereien, muss ich mal schauen, wo sich das jetzt anbietet. Da könnte ich auch zwei, dreimal drei Gebäude hinsetzen. Dann
Verschiebe ich mal hier die Dekoration ein bisschen. Und diese Metzgerei ist dann weg. Hier bietet sich das nicht an, weil das ja hier auf der Ecke mit dem Hauptquartier ist. Hier könnte ich es machen, dann könnte ich eh alles weiter nach rechts schieben oder auch diesen Platz nutzen. Da muss ich nochmal noch ein bisschen schauen, wie ich das am besten mache. Dieses Einsandwichen hier der Gebäude ist nicht so schön. Ja. Ja, und das Orakel von Delphi, ich glaube, das kann ich jetzt abreißen. Das wird mir jetzt in dem nächsten Zeitalter wirklich so gut wie gar nichts mehr bringen. Es hat 370 Zufriedenheit. Ja, genau, also 370 Zufriedenheit und der Marktplatz hat auf der gleichen Fläche 430 Zufriedenheit und da muss natürlich kein Fortschritt reinwandern. Also von daher hat sich das erübrigt und auch die Vorratsproduktion alle 24 Stunden 860 ist, glaube ich, auch nichts mehr wert. Ich habe das Gebäude gebaut, weil es in der Eisenzeit und in der Bronzezeit noch ganz gut war. Und weil es natürlich auch der Inhalt dieser Trainingsquest war und ich habe natürlich hier nicht die Forge-Punkte eingesetzt, um das selbst aufzubauen, sondern ich habe mir auch, ich sage Observatorium, kollektiv ich schon, das ist falsch, ich habe mir selbstverständlich das Orakel von Delphi aufbauen lassen und dort nicht selbst Forge-Punkte eingesetzt, sondern mir die 20 Forge-Punkte dann selbst benutzt, um irgendwas anderes damit zu machen. So wie man das eben macht, weil du brauchst ja nur zwei Leute finden, die eine 90er Arche haben und oder 190, 90er Arche sage ich schon, eine 80er Arche haben und 190% Archenbonus und dann haben sie ja auch 10 FP, die sie hier bekommen und da müssen dann nur zwei Leute die jeweils 10 FP einbezahlen und dann ist das Orakel von Delphi schon aufgebaut und niemand hat einen Verlust gemacht. Und das Orakel steht trotzdem. Also man muss da selber nicht einen Forgepunkt drin investieren, auch wenn man da 20 Forgepunkte geschenkt bekommt, um das zu tun. Aber man kann natürlich diese 20 Forgepunkte auch an anderen Stellen viel besser gebrauchen. Und deswegen würde ich immer empfehlen, solltet ihr eine neue Stadt gründen und dort erstmal das Orakel von Delphi aufstellen, weil ihr die Quest habt und das vielleicht in der Bronzezeit und in der Eisenzeit noch ganz okay ist. Dann lasst euch das aufbauen und baut es nicht selbst auf. Genau, sucht euch einfach zwei Personen mit einer 190er Arche. Also 80er Arche. Ach, schwierig. Und lasst es die machen. Gut, das schnell abgeholt. Stelle ich nochmal auf 15 Minuten Produktion. Das ist mein kleiner Reminder. So lange kann ich noch spielen und dann nehme ich wahrscheinlich morgen noch mal ein bisschen weiter auf. Und ich würde jetzt mal meine Abendroutine machen und hier eben die Gildenmitglieder durchmotivieren. Und dann würde ich als nächstes mal schauen, was es so Tolles in dem Sommer-Event gibt. Ich habe mir nämlich ja, so gut wie alle Münzen, die ich bisher bekommen habe, alle, wie heißen die, Dublonen, die ich bisher bekommen habe, gespart und nicht investiert, sondern, naja, für diesen Moment gespart, wo ich im Zeitalter aufsteige und um auch jetzt mit euch gemeinsam möglichst viele schöne Preise abzuräumen, die sich für mich als Classic-Spieler lohnen. Und ich hoffe, es sind auch ein paar Forge-Punkte dabei und vielleicht gelingt es auch jetzt schon, die ersten beiden Gütergebäude freizuschalten.
und die aufzustellen. Oh, das geht aber schnell mit den mehrgeschossigen Häusern. Da kann ich ja. Die haben ja gar keine Bauzeit. 20 Sekunden. Das ist ja super. Kann ich ja direkt weitermachen. Ich habe es gar nicht registriert, dass sie sofort aufgebaut waren. Deswegen habe ich jetzt so viele. Ich habe mich nur gerade gewundert, warum ich so viele Einwohner habe. Weil die Bauzeit zu kurz ist. Weil das eben, wie gesagt, mal ein Diamantengebäude war. Deswegen sind die so gut. Diese mehrgeschossigen Häuser. Die konnte man eine Zeit lang ausschließlich mit Diamanten kaufen. Und das ist halt eine Sache, die sich, naja, nicht so wirklich gelohnt hat. Weil, ja, so gut sind die Häuser jetzt auch nicht gewesen, dass man nicht hätte auf die verzichten können und andere Häuser nutzt. Also ich hatte beispielsweise die Forschung immer noch offen. Ich glaube, man musste sogar bei der Forschung Diamanten ausgeben, wenn ich mich nicht irre. Naja, also ich hatte die Forschung noch lange Zeit offen auf meiner Hauptwelt auf jeden Fall, ohne dass ich die angerührt habe und habe die erst sehr, sehr viel später abgeschlossen. Gut, ja, ich kann vielleicht sogar ein paar von meinen Wohngebäuden dann abreißen. Die Stadt muss ich eh umbauen, aber das werde ich jetzt vielleicht hier nicht die ganze Episode durchmachen. Also es braucht ja eine Weile, die Stadt umzubauen. Sondern ich werde mich jetzt hier auf das Rad stürzen. Wir haben 92 Rupien. Rupien sage ich schon. Nein, natürlich nicht Rupien, sondern Dublonen. Rupien gibt es im neuen Mogulreich. Die neue kulturelle Siedlung. Ich habe auch jetzt die Wikinger abgeschlossen einmal und ich müsste sie jetzt noch einmal spielen, um an den Forgepunkt Botschafter zu kommen. Das habe ich ja bei den anderen Siedlungen schon gemacht und bei den Wikingern müsste ich das jetzt als nächstes starten, aber ich habe das erst vor kurzem abgeschlossen und ich würde es lieber am Morgen starten. Genau. So, okay, dann zum Rad. Ja, hier gibt es ja einige Preise. Und wir sehen zum Beispiel die Palme aus dem frühen Mittelalter. Ja, Vorräte. Das ist jetzt alles so nicht so der Hit, muss ich sagen. Medaillen sind natürlich okay, um sich weitere Medaillenerweiterungen freizuschalten. Aber ich bin jetzt auch schon relativ hoch. Ich bräuchte jetzt 5000 Medaillen für die nächste Erweiterung, wobei ich jetzt schon über 3600 gespart habe. Aber es ist nicht so einfach, diese über das Rad zu bekommen, ehrlich gesagt. Also so viele tolle Preise sind jetzt hier nicht drauf, die ich nutzen kann. Also würde ich jetzt mal an der Stelle das Rad drehen und erneuern, in der Hoffnung, dass ich vielleicht auch silberne Preise wie zum Beispiel Diamantgebäude bekomme. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob es Diamantgebäude überhaupt auf dem Rad gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn es die auf dem Rad gibt, dann sind die silberne Preise. Ich habe bisher nicht so viel auf die silbernen Preise geachtet, ehrlich gesagt. Aber hier ist jetzt nicht so wirklich drauf, was mich interessiert. Okay, na hier sieht es schon viel besser aus auf den ersten Blick. Stopp drücken. Und zwar kann ich hier direkt ein paar unabhängige Einheiten bekommen für mein neues Zeitalter. Die Fahnenwache natürlich nicht, weil die ist ja zeitalterlos. Aber ich kann die schwere Kavallerie bekommen. Und das ist schon mal nicht schlecht, weil die kann ich durchaus nutzen. Fachwerkhäuser sind jetzt nicht so interessant. Ja, und Selbsthilfekits, ja, warum nicht? Warum nicht? Und große Güterpakete. Ja, die Güter, an denen bin ich natürlich auch sehr interessiert. Da kriege ich schon mal das Massen-Selbsthilfe-Kit. Das kann man natürlich auch mal nutzen, wenn man es mal braucht. Ja, gut, das Wunschbrunnenfragment kann ich jetzt nicht brauchen. Aber das kriegt man eben auch. Fachwerkhaus kann ich auch nicht wirklich brauchen, weil ich ja die mehrgeschossigen Häuser baue statt der Fachwerkhäuser. Wenn mir die Stundenproduktion hier nichts bringt.
Die Münztränke, naja, davon habe ich bestimmt schon einige im Inventar, aber verwende die auch nicht so wirklich. Dabei könnte ich eigentlich mir einfach jedes Mal, wenn ich mich einlogge, so einen Münztrank einwerfen und danach ernten. Wäre vielleicht okay, um die zu verbrauchen. Oder eben genauso so ein Vorratstrank. Yes. 150 Güter. Das ist schon mal gut. Jetzt sieht es bestimmt schon viel, viel besser aus hier in meiner Güterkasse. Ja. 30 von jedem, das ist doch schon nicht schlecht. Ja, die Gebäude hier auf der. Ja, beim Segeln, die kann ich halt alle leider gar nicht gebrauchen. Beziehungsweise kann ich denn alle für meinen Antiquitätenhändler nutzen. Das ist dann nicht so berauschend. Aber ich denke, ich erneuere jetzt mal das Rad. Weil so gut sind die Kavallerie jetzt auch nicht. Ich hätte lieber schwere Einheiten oder die Bogenschützen. Schauen wir mal, was wir als nächstes bekommen. Ach, hier ist die Villa drauf. Die hätte ich natürlich gerne in meiner Hauptwelt. Aber hier kann ich sie nicht nutzen. Oh, einmal die Medaillen bekommen. 100 Stück. Nicht schlecht. Forgepunkte sind natürlich auch gut. Und der Galgen ist, glaube ich, auch ein Diamantgebäude. Den hatte ich doch gerade schon. Oder? Nee, doch nicht. Nee. Scheint. Pranger. Der Pranger ist ein Diamantgebäude. Okay. Ja, Galgen oder Pranger. Immer diese mittelalterlichen Folterinstrumente. Gut, ich versuche die Forschpunkte zu bekommen. Schauen wir mal. Nochmal 100 Medaillen. Sehr schön. Yes. Ja, das nenne ich Glück. Einmal 10 Forgepunkte. Und ich hätte sie gern noch einmal. Kann ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen drehen, bis ich sie bekomme. Ein paar Tränke. Nochmal ein Fragment. Da ist so ein bisschen die Frage. Die Fragmente. Da frage ich mich immer so ein bisschen, was lohnt sich jetzt eigentlich mehr? Soll ich das Gebäude? Also soll ich die Fragmente alle sammeln und dann das Gebäude fertigstellen und das dann beim Antiquitätenhändler verkaufen? Oder soll ich die Fragmente einzeln verkaufen? Also da bin ich mir immer nicht so ganz sicher, was ich damit tun soll, wenn ich die Gebäude nicht verwende auf meiner Hauptwelt. Also diese Fragmentgebäude. Was ja der bessere Weg ist. Ich glaube, das gibt unterschiedliche Preise. So, ich habe jetzt relativ schnell die Forgepunkte abgeräumt und die Medaillen. Das ist sehr schön, weil dann kann ich jetzt weiter forschen. Kann mir jetzt direkt mal die beiden Gütergebäude freischalten und die auch gleich aufstellen. Wo habe ich denn Platz dafür? Oh, ich wollte doch was abreißen. Und schon habe ich Platz geschaffen. Juhu. Und da kann der Zeus daneben und dann kommt dann da oben die Goldschmiede hin. Sehr schön. Morgen früh sind die fertig aufgebaut, dann kann ich sie gleich nutzen. Okay. Reicht mir das oder baue ich noch weitere? So, durch diese zusätzliche Zeile, die ich jetzt habe, hier reicht das leider nicht für. Reicht es leider nicht für zwei Gerbereien. Ich hätte zwei zusätzliche gebraucht. Naja. Was habe ich jetzt hier für Quest abgeschlossen? Eine zusätzliche Dublone und ich muss ein paar Kämpfe gewinnen und Vorräte bezahlen. Ich habe mir natürlich informiert, ob es hier noch irgendwelche Quests gibt, die
schwierig werden könnten in meinem neuen Zeitalter. Aber es sah nicht danach aus. Die Kämpfe kann ich vielleicht auch gleich machen, weil meine Einheiten sind repariert. Und ich habe hier alle Versuche offen. Ja, gegen Fernkampfeinheiten. Sich die Kombination. Ist natürlich ein bisschen schwer, hier an Agenten zu kommen. Deswegen halte ich mich immer noch ein bisschen zurück. Also wenn jetzt ein Agent auf dem Rad ist, wäre das auch sehr schön. Agenten sind echt Mangelware. Aber so nützlich. Schon schwierig. So, da kann ich das nutzen und noch zwei Ballisten oder was es sind. Ballisten tatsächlich. Und ein dritter Kampf noch nötig. Jetzt bekomme ich ja hier auch schon die neuen. Ne, das sind noch die alten Einheiten. Berittene Krieger aus der Eisenzeit. Genau, kriege ich noch nicht die neuen Einheiten. Ich würde die neuen Sachen aus dem Relikttempel bekommen. Hätte ich schon einen Relikttempel gebaut, aber habe ich auch noch nicht. Den kann ich mir auch noch aufbauen und ich kriege ja jetzt in der Eisenzeit, im frühen Mittelalter weitere Slots zum Freischalten, um meine Fläche zu vergrößern. Und wenn ich meine Stadt umbaue, dann werde ich auch gleich Platz schaffen für neue legendäre Gebäude wie den Aachener Dom und den Relikttempel. Die beiden möchte ich noch aufbauen, definitiv. Und dann werde ich wahrscheinlich wieder eine ganze Weile im frühen Mittelalter bleiben. Okay, was nehme ich jetzt? Da sind Fernkampfeinheiten dabei, das ist nicht so schön. Die versuche ich mit den Ballisten anzugreifen. Da Fernkampfeinheiten dabei sind oder auch Artillerieeinheiten, ist das nicht so gut, wenn ich selber Fernkampfeinheiten einsetze. Deshalb fülle ich jetzt einfach mal mit den schweren Einheiten auf. Und das sieht auch ganz gut aus. Habe ich die Quest abgeschlossen und kriege die andere Dublone. Und einen Agenten als Belohnung. Sehr schön. Kann ich hier noch ein bisschen weiter machen. Leider nur einer unangeschlagen, aber jetzt komme ich kaum noch drum rum. Ich nutze jetzt einfach, was ich, den Rest, den ich noch habe, an Einheiten. Und ich glaube, für die nächste Begegnung habe ich gar keine ungebundenen Einheiten mehr in der Menge, dass ich hier noch, oh, noch den Kampf durchführen könnte. Deswegen bleibt es an der Stelle erstmal stehen und ich mache das dann morgen weiter. Produziere mir hier wieder meine zerstörten Einheiten nach, wobei ich vielleicht gleich die nächste Einheit erforschen kann, aber ich gehe erstmal auf den Antiquitätenhändler. So, 75. Das ist natürlich schön. Da hat sich jetzt jemand gefreut, dass ich schon ein bisschen was abgeräumt habe auf dem Rad und er konnte sich dann den, ja, das gute Gebäude sichern. So, jetzt sind hier meine 15-Minuten-Produktion wieder fertig. Ich denke, 15 Minuten halte ich noch durch, weitere 15 Minuten, bevor ich müde werde, beziehungsweise für morgen früh ins Bett muss. Ich drehe das Rad und dann schauen wir mal, was wir jetzt hier drauf haben. Ja, die Haibucht bekommen, die kann ich bestimmt teuer verkaufen beim Antiquitätenhändler. Sonst sieht es jetzt nicht so interessant aus. Zwei Forgepunkte lohnen sich jetzt nicht so direkt. Der Katapult ist natürlich cool. Aber sonst ist nichts Interessantes drauf, deswegen drehe ich mal nochmal. Wieder eine Villa dabei. Mal schauen, ob ich die bekomme. Oder ob sich da jemand anderes freuen darf. Oder ich die wegdrehe. Weil ich kann die Villa nicht brauchen. Kann mal schnell jemand drehen, der die Villa braucht. Ich kann ja mal eben segeln. Vielleicht sieht es mal eben jemand, der die Villa braucht.
4. Also auf diesem Rad ist wirklich gar nichts, was ich, womit ich wirklich was anfangen kann. Die Trommler sind jetzt noch okay. Aber danach wird es auch schon schwierig. Also, ja, also sie sind schon nicht mehr so stark im frühen Mittelalter. Verglichen mit anderen Einheiten des frühen Mittelalters. Tja, wenn sich jetzt keiner meldet, drehe ich's weg. Klicke ich nochmal die Nachrichten weg, die neuen. Das ist meine Ausbeute bisher. Pech. Wird weggedreht. Ein Einlagerungskit sehe ich schon. Berittene Bogenschützen. Und die Artillerie. Das sieht schon besser aus. Damit kann ich ganz gut was anfangen, wenn ich mir die erdrehe. Aber ich würde mich eigentlich doch noch lieber Forge-Punkte oder sowas. Ja, ich denke, ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ich versuche weiter auf Forge-Punkte rauszukommen. Da ist ein Rad mit Forge-Punkten und da sind auch die berittenen Bogenschützen dabei. Vielleicht gelingt es mir ja von beiden was zu bekommen. Und hier versuche ich mir jetzt erstmal die je 5 Forge-Punkte zu sichern. Hier kann sich natürlich auch jemand über die Siegesturm Update Kits freuen. Wenn er oder sie jetzt am Rad dreht, mit am Rad dreht, yes, schon einmal den Bogenschützen. Kann natürlich seine Dublonen auch ruckzuck verbrauchen, ne? Für Dinge, die man selbst gar nicht braucht, wie zum Beispiel den Baobab. Le Baobab. Da dreht doch jemand mit, oder? Irre ich mich. Jetzt habe ich wieder dieses Spezialgebäude bekommen. Wenn wir hier die. Ne? War nur ich. Manchmal kommt es mir so vor, als wenn jemand mitdreht, weil das Rad dann doch recht schnell leer wird, wenn man so ein paar Mal dabei ist. Aber ich habe auch schon 13 Mal gedreht, also von daher ist gar nicht so verwunderlich. Bisher kein Glück mit den Forge-Punkten, aber schon 3 berittene Bogenschützen am Rad erdreht. Tja, bekomme ich das Schildwachkit? Ich brauch's nicht. Ich brauch's nicht, nochmal. Die Forge-Punkte bitte. Nein. Nein. Selbsthilfe-Kit ist auch okay. Baobab ist nicht okay. Will ich nicht. Nein, nein, nein. Forge-Punkte. Jetzt ist auch das Rad fast leer. Ja, den letzten berittenen Bogenschützen auch noch geholt. Sehr schön. Vorsprung jetzt aber. Nein, ach. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, es macht keinen Unterschied, wann ihr hier oder ob, also wann ihr Stopp drückt. Das ändert nichts am Preis, den ihr bekommt, weil der Preis, der steht in dem Moment fest, wenn ihr auf Drehen drückt. Das kann man auch, wenn man hier in diese Spieldateien reinguckt. Hier mit F12, jetzt hier im Chrome-Browser, kann man das irgendwo sehen. Irgendwo steht es drin, was man als Preis bekommt, wenn man das hier mal durchforstet. Und man sieht, dass der Preis sofort drin steht in dem Moment, wo man auf Drehen drückt. Und der Stoppknopf hat nichts mit dem Preis am Ende zu tun, den man bekommt. Das heißt, lasst euch nicht veralbern oder was auch immer. Der Preis steht fest und ihr könnt kein Glück, also ihr könnt kein
Skill am Rad haben, nur Glück. Also, es gibt kein gutes Drehen. Richtig drehen oder was auch immer. Gut, hier ist jetzt wieder nichts weiter drauf. Medaillen sind nicht schlecht, aber ja, 100 sind jetzt auch nicht so wenig. Naja, so viel sind es jetzt auch nicht. Ich würde lieber weiter auf Fortschritte gehen. Ja, da sind wieder Fortschritte auf dem Rad. Leider nicht beim ersten Mal geholt. Mir ist ein auf. Ach, das war keine Absicht. Ich wollte auf den anderen Knopf drücken. Ja, zwei Vorsprünge sind ein bisschen wenig. Mir ist aufgefallen, dass diese Einlagerungskits, ich die auch überhaupt gar nicht gebrauchen kann, weil man kann gar keine normalen Gebäude einlagern und auch keine Diamantgebäude. Das heißt, die sind auch alle für den Antiquitätenhändler. Die Einlagerungskits, die ich ja mir erdrehe. Hier sind die Güter drauf, die werde ich versuchen zu bekommen. Und Blaupausen sind natürlich auch nicht verkehrt. Wobei ich das Set, glaube ich, für den Aachener Dom schon zusammen habe. Es ist gleich die nächste Viertelstunde um. Ich hoffe, ich kann die. Ja, Tiki Totem auch nicht. So wie so genauso nützlich wie der Baobab für mich. Und ich glaube, das ist auch fast nichts wert auf im Antiquitätenhändler, diese beiden Dekorationen. Anders als das Wunschpuppenfragment, das ist, glaube ich, ganz gut. Fast die Güter. Bekomme alles, aber nicht die Güter. Doch, ha, man muss sich nur einmal beschweren und in dem Moment kommen sie. So wichtig sind die Blaupausen jetzt auch nicht, weil, wie gesagt, ich habe, glaube ich. Oh, wo sind sie denn, die LGs? Ach ja, hier war das. Hier und dann unten. Ich habe, glaube ich, die. Nein, mir fehlt noch eine Blaupause. Mir fehlt tatsächlich noch eine Blaupause. Aber ich glaube, da würde ich fast die Diamanten einsetzen. Ja. Vielleicht. Genau, einen Galataturm kann ich auch bauen. Der ist ja auch extrem gut, was die Güterproduktion betrifft. Könnte ich mir auch überlegen. Aber da fehlt mir ebenso noch ein bisschen was. Ja, und sonst hätte ich gerne den Relikttempel. Okay. Weiter im Text. Erstmal Fortschrittspunkte ausgeben. Für. Jetzt habe ich den Antiquitätenhändler. Und als nächstes. Ich brauche für alles irgendwie die berittenen Bogenschützen. Deswegen komme ich da nicht drum rum. Schalte ich die als nächstes frei. So, hervorragend, Antiquitätenhändler. Da kann ich erstmal gleich was verkaufen, weil ich habe ja noch nichts. Ich habe ja noch keinerlei irgendwas. Schreine des Wissens, das bringt doch gleich ganz schön viele Punkte. Ich hätte vielleicht doch. Ja, brech mal ab. Ich müsste, glaube ich, doch auf die anderen Optionen zuerst gehen. 2 Stunden macht jetzt keinen Sinn, weil ich dann erstmal schlafe. Ich müsste doch auf die anderen Optionen erstmal gehen, um mir die Slots freizuschalten. Ich muss erstmal hier 10 Gegenstände tauschen und so weiter. Da muss ich dann doch mal auf die schnellen Optionen gehen und wirklich irgendwas verkaufen, was so gut wie gar nichts an Einnahmen bringt. So wie die Verteidigungstränke. Und los geht's. Bis morgen früh. Einfach nur, um die Slots freizuschalten und dann alle 2 Stunden.
damit ich mehr verkaufen kann. Morgen alle 2 Stunden. Jetzt habe ich da den Marktplatz. Könnte ich natürlich auch aufbauen, aber ich habe im Moment noch mehr als genug Zufriedenheit. Und den Teich als Dekoration neu dazu bekommen. Okay, weiter am Rad. Erneuern. Und stopp. Das ist doch gut. Habe ich einmal gleich die Forge-Punkte bekommen. Ist da noch irgendwas anderes Gutes drauf? Einheiten. Naja. Hoffnung. Etwas Hoffnung auf die anderen Forge-Punkte. Noch was Dickes für den Antiquitätenhändler. Ich glaube, beim ersten Mal hatte ich einen silbernen Preis mit 10 Forge-Punkten, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Warum sind es jetzt nur 5? Und beide Preise Silber? Komisch. Aber besser als nix. Und diese 50 will ich auch haben. Ich glaube, die kann ich auch schon kriegen. Da sind die anderen 10. Also zusammen 10, die anderen 5. Und dann kann ich da wieder rein. Und erneuern. Da gibt es einmal 20 Forge-Punkte. Oh, Mann, ich habe wieder den falschen Knopf gedrückt, aber Glück gehabt, da sind nochmal die 20 Forge-Punkte drauf. Ich bin es einfach nicht gewohnt, auf Erneuern zu drücken. Auf meiner Hauptwelt drücke ich nie auf Erneuern. Zumindest bisher nicht. Sehr schön. Gebe ich die wieder aus. Kann ich die Technologie gleich freischalten? Und eine berittene Bogenschützenkaserne bauen. Die ist auch 4x3 oder 3x4. Nee. So ist die aufgebaut. Das ist besser. Für hier wäre das gut. Mache ich das so? Verlängere die Straße bis dahin. Dann kriege ich das neue Gebäude dahin. Die neue Kaserne. Und dann habe ich da noch eine Fläche von 3x3, die ich dann nutzen kann. Vielleicht noch eine Kaverei hinbauen kann. Und wieder eine Viertelstunde um. Ich schaff's einfach nicht, die nein, nicht eine Stunde. Ich schaff's einfach nicht, die Münzen zu verbrauchen, um jetzt hier Feierabend zu machen. Tja, tja, tja. Müsste das noch ein bisschen länger ertragen. Ich schneide ja hier nix. Das mache ich schon zu Genüge in den anderen Videos. So. Das soll hier ohne Aufwand passieren. Quasi ohne Aufwand. Denn ich spiele ja eh. Hier ist nichts auf dem Rad, was mich interessiert. Die Villa würde viele interessieren. Mich nicht. Noch eine Villa. Aber auch Forge-Punkte. Und einmal bekomme ich sie schon. Und es gibt auch noch Medaillen? Nein! Langsam ärgert mich das. Langsam ärgert mich das. Kann doch nicht sein. Ich drücke immer,
weil ich auf der Hauptwelt, ich drücke immer Drehenstopp, Drehenstopp, Drehenstopp. Ach. 600 Medaillen, fett. Okay. Ich versuch's. Knapp. Mit 600 Medaillen kann ich, glaube ich, dann schon fast das nächste Ding freischalten. Und die schweren Einheiten gibt es auch. Das ist ja dann immer noch ein guter Trostpreis. Ja, wobei Trost, erstmal bringen die mir eine ganze Menge für den Anfang. Ich kann die jetzt auch noch in der aktuellen Gildenexpedition einsetzen. Allerdings sollte ich sie, wenn möglich, nicht verlieren, aber naja, eigentlich ist auch egal, weil ich kann sie dann bald produzieren. Bringt ja nichts, wenn die auch nur rumliegen, die ungebundenen Einheiten. So, jetzt habe ich aber kaum noch Münzen, Dublonen. Ja. Schauen wir mal, wo wir sind. 4420. Ich glaube, irgendwas mit 5000 waren das. Ja, genau 5000. Okay, so. Ich habe aber auch noch ein paar Fortpunkte übrig. Straßen? Oder weiter zu den Einheiten? PvP-Arena? Die PvP-Arena ist auch nicht schlecht. Da kann man auch noch mal ein paar Belohnungen bekommen, wenn man da mit seinen ungebundenen Einheiten kämpft. Zum Beispiel, wenn die Gex rum ist. Ja. Könnte ich mir durchaus mal vornehmen. Okay. Also, die PvP-Arena ist natürlich nicht wirklich gut. Also, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen höher ist im Zeitalter. Ja. Naja, gut, dann kann man es auch leichter kämpfen. Aber ja, die PvP-Arena. Naja, es ist schwierig. Sie ist nicht wirklich gut, aber sie kann mir hier ein paar Vorsprungte verschaffen. Und ein paar Güter und so. Von daher mache ich sie. Sofern ich sie nutzen kann. Kriege ich gleich den Goldpreis. So, 50 Güter jeweils. Ist auch nicht schlecht. Und ja, das versuche ich noch zu bekommen. Sind Einheiten drauf, Güter drauf und auch andere Sachen, die nicht so schlecht sind. Ja, der Trank ist schlecht. Ah, ich habe eh nur noch zwei Dublonen. Und dann muss ich noch meine Kompasse verbrauchen. Dann kriege ich nochmal 50 Forge-Punkte. Das macht sich natürlich viel leichter am Handy, wenn man das am Handy macht, weil man dann nämlich immer das Schiff auch noch wegklicken kann. Also hier hat man einen, also es dauert länger, man kann hier den Kompass zum Beispiel. Wobei, ändert sich hier irgendwas? Nee. Nee, kann ich wirklich gar nichts beeinflussen. Also ich kann den Segelknopf nur drücken, wenn die Animation durch ist und das Schiff sich bewegt hat. Also alle Animationen sind durch. Dann kann ich den Segelknopf wieder drücken. Und am Handy könnt ihr deutlich schneller wieder segeln drücken. Und deswegen geht es viel schneller, wenn man das am Handy macht. Da sind die 50 Forge-Punkte, die hole ich jetzt noch. Alles andere mache ich dann offscreen, weil das ist jetzt auch nicht so interessant. Weil da gibt es eh nichts mehr, was ich noch irgendwie hier nutzen kann. So, jetzt stelle ich die 8-Stunden-Produktion ein und gebe noch die 50 Forge-Punkte aus. Einmal hole ich mir die Söldner. Hab jetzt die PvP-Arena freigeschaltet. Muss mir eine Verteidigungsarmee wählen. Da will ich dann irgendwie einige ungebundene Einheiten. Ich könnte ja ein paar Helden nehmen.
Helden. Vielleicht den Kram hier, jeweils einen davon, ne? Einen Helden war das. Ja, ich ändere das nochmal. Ich ändere das nochmal. Einen Helden von jedem einen hiervon. Und dann noch ein paar ungebundene Einheiten. Ja, der ist gebunden gewesen. Ungebunden, habe ich gesagt. Die war auch gebunden. Ja, noch ein paar schwere. Jetzt muss ich nochmal zurück. Die gebundenen. So. Mache ich noch recht restvoll mit schweren. Okay, dann kann ich hier jetzt spielen und habe Versuche. Ich versuche einfach mal mein Glück. Bei Killer noch unbekannt. Und gehe da mal mit 8 Ballisten drauf. Okay. Ja. 5-mal Söldner bekommen. Sehr schön. Gleich einen guten Preis. Ja, aber da sollte ich lieber mit ungebundenen Einheiten dran gehen. Dann habe ich jetzt noch eine neue Kaserne freigeschalten, und zwar die Söldnerkaserne, aber mir fehlen jetzt tatsächlich. Oh. Mir fehlen doch jetzt tatsächlich Einwohner. Einen neuen Erfolg. Aber so viel Geduld muss ich doch haben. Dann kann ich wohl doch keine. Die Gerberei kann ich ausbauen oder aufbauen hier in der Ecke. Genau, jetzt mache ich das. Oder verkaufe ich die beim Antiquitätenhändler? Geht das? Das wäre doch besser. Das wäre besser. Ja. Da es nach 0 Uhr ist, kann ich hier auch mein Schlosszeug einsammeln. Sehr schön. So. Und das war doch auch gerade ein 3x3 Gebäude, wenn ich mich nicht irre. Das reicht noch nicht. Hier mal tauschen. Also die Kaserne, meine ich, die ich gerade neu dazu bekommen habe. Ich kann ja erstmal gucken. 3x3, ja. Und die schwere Kavallerie ist 4x3, aber die ist auch nicht so gut. Die gepanzerte Infanterie, die will ich auch unbedingt schnell haben. Und die Lederverarbeitungsdinger sind ja noch besser. Gehe ich gleich hier drauf, oder? Hole ich mir die neuen Straßen? Kriege ich dann hier irgendwann Probleme mit dem? Ich glaube, da bin ich noch lange nicht, dass ich da Probleme kriege. Bin noch 1000 drüber. Das reicht nicht mehr. Das hier ist auch ein kleines Wirrwarr. Ja, okay. So, dann habe ich alle Domizile ersetzt, glaube ich. Kann ich nochmal neu laden. In der Produktionsübersicht wieder. Kann ich auch auf Münzen einschränken. Dann sehe ich hier, ich habe noch ein Domizil und kann hier zumindest auch gleich gucken, wo es ist. Und zwar dort oben. Noch eins? Nein. Da ist es. Hinterm Rathaus versteckt, deswegen habe ich es nicht gesehen. Das ersetze ich dann auch noch. Oder? Ah, hier ist es. Doch verguckt. Was ist denn da hinterm Rathaus versteckt? Ach so, das ist einfach nur der Rest von dem von der Weberei. Okay, gut. Dann
nochmal ins Forschungsmenü. Dann gehe ich auf die gepanzerten Infanterie und dafür reichen leider die Forge-Punkte nicht mehr, dass ich sie noch erforschen könnte. Aber gut, Soldatenkaserne ist auch gebaut. Und dann gehen mir auch schon wieder die Personen aus. Die Einwohner aus. Ja, muss ich mal demnächst umbauen. Vielleicht mache ich das, packe ich das auch noch an das Video mit ran. Aber das würde ich dann definitiv morgen oder an einem der nächsten Tage machen. Da kriege ich ja vielleicht auch noch mal ein paar Dublonen. Aber für diesen Teil oder den ersten Teil, wie auch immer, den Teil soll es das gewesen sein. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und sage Tschüss bis zur nächsten Hälfte oder bis zum nächsten Einblick in die Klassikstadt. Genau. Ja. Genau, und wenn ihr hier ganz viel Geduld hattet und hier zugehört habt bei diesem Video, wo nicht so viel passiert ist und wo ich nur einfach so ein bisschen rumgeklickt habe und rumerzählt habe, dann kann ich euch auch sehr meine anderen Videos empfehlen. Die sind dann auch ein bisschen mehr produziert, teilweise geschnitten und mit Texten versehen und sowas. Und insbesondere zum Thema GVG oder auch den Gildengefechten habe ich, glaube ich, so ein paar Infos in meinen Videos, die zumindest im deutschsprachigen Raum nicht in der Tiefe zu finden sind. Von daher, wenn ihr da aktiv seid, schaut da ruhig gerne mal rein. Soweit zum Werbeblock. Danke und bis dann. Ciao.